freue mich darauf, dass die Menschen einfach frei von ihrer Seele sich zeigen und äußern über dieses Thema Glaube heute, Kirche heute und der Blick nach vorne. Darum geht es mir vor allem, gemeinsam den Blick nach vorne richten zu können, weil die Fragen, die uns heute angehen, nur gemeinschaftlich angegangen und gelöst werden können. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich nicht zu den Kirchengängern gehöre. Für mich war Kirche bis jetzt immer so ein abgeschlossenes Element und geht raus und versucht, Leute wie mich wieder einzufangen. Und das schafft er durch seine offene Art. Das war jetzt kein Diener der Kirche oder Diener Gottes oder irgendeine Obrigkeit, sondern das Gespräch mit mir und auch den umsitzenden anderen Teilnehmern war auf Augenhöhe. Also ich muss sagen, ich finde die Idee sehr gut und auch, dass er jetzt wirklich hier von Tisch zu Tisch geht, halte ich für eine gute Idee, als dass man ja, wie das sonst ja klassisch ist, da vorne hält er vielleicht einen Vortrag, man kann sich melden. Also ich finde das etwas persönlicher, dass er jetzt von Tisch zu Tisch geht. Das halte ich jetzt schon mal für eine ganz gute Idee. Wir haben ja leider die Kirche nur mit ein paar Alten leer, aber neue kommen nicht dazu. Ich bin nicht mehr katholisch, ich bin 2010 konvertiert. Ich denke, die katholische Kirche hat Reformationsbedarf. Ich sage bewusst Reformationsbedarf und finde das ganz klasse, dass der Bischof sich die Zeit nimmt und fand auch die Aktion am Küchentisch, die ja auch noch lief, dass der direkt in die Haushalte ging, sehr gut. Die war leider so schnell überbucht, sonst hätte ich noch gerne mal zu uns nach Hause eingeladen. Ich sage das immer so frech. Ich glaube, katholische Kirche ist ein bisschen wie die Titanic. Ja? Es dauert sehr lange, es gibt sehr viel philosophisch-theologische Diskussionen, die nicht so basisorientiert sind. Und ich würde mir wünschen, dass die Kirche das schafft, so wie jetzt heute in dem Setting öfter die Basis zu fragen. Ich möchte noch einen Tipp geben, den ich eben auch hier gehört habe an verschiedenen Tischen. Ja, der oder die, die ja so kritisch immer sagen, wie du gehst in die Kirche, wie du gehst du da heute Abend hin, die bringen sie das nächste Mal mit.